Als nächster ist Irmgard Griss von den NEOS zu Wort gemeldet. Herr Präsident, Frau Bundesministerin, meine Damen und Herren, wenn Sie heute in der Früh das Morgenjournal gehört haben, dann haben Sie den Bürgermeister von Fernitz gehört. Das ist eine Gemeinde südlich von Graz. Und er hat geschildert, wie diese starken Regenfälle, die Frau Abgeordnete Bismann hat es auch erwähnt, wie diese starken Regenfälle die Gegend dort verwüstet haben. Der Boden kann nichts mehr aufnehmen und das Wasser schießt ins Tal. Solche extremen Wetterlagen erleben wir immer öfter und es zeigt, wie wichtig Klimaschutzmaßnahmen sind, wie dringend sie sind. Und was wir brauchen, ist ein umfassendes Raum- und Mobilitätskonzept. Was viel zu kurz kommt in den Diskussionen und auch in den Strategien, die entwickelt werden, das ist die Nutzung des Raums. 2015 hat die UNO zum Jahr des Bodens erklärt, um darauf aufmerksam zu machen, wie groß der Verbrauch an nutzbarer Fläche ist. Österreich ist da weit vorn. 2,4% des Bodens in Österreich sind bereits durch Verkehrswege, durch Straßen, Eisenbahnlinien und auch Parkplätze verbaut. Jeden Tag werden mehr als 40 Hektar versiegelt oder mehr als 20 Hektar versiegelt. Und zwar für Siedlungen, Einkaufszentren, Straßen und Verkehrswege. Das heißt, dass das Ackerland, dass der Erholungsraum, der zur Verfügung steht, immer weniger wird. Daher braucht es eine vernünftige Raumplanung, denn Raum schafft Verkehr. Wenn Sie in Österreich durchs Land fahren, dann sehen Sie, wie zersiedelt alles ist. Dass Sie Häuser auf der grünen Wiese haben, dass hier Strukturen geschaffen werden, das werden müssen, dass man hier Verkehrswege braucht, dass Leute zur Arbeit pendeln müssen. Hier muss man etwas tun. Und dazu ist es notwendig, dass konkrete Maßnahmen überlegt werden. Es wird immer über die Ziele gesprochen. Natürlich muss man Ziele definieren. Aber die Ziele sind nur so viel wert, als auch Maßnahmen festgelegt werden, wie man diese Ziele erreichen kann. Und das sind vor allem zwei Gruppen von Maßnahmen. Das eine ist, dass man sich überlegt, wie man das Verhalten der Menschen ändern kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man belohnt sie oder sie haben Nachteile, wenn sie sich nicht so verhalten, wie man das will. Und das zweite ist, man braucht eine intensive Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Und die Politik muss die Verantwortung für diese Maßnahmen übernehmen. Und so habe ich mich sehr gewundert, Frau Bundesministerin, als Sie vor ein oder zwei Wochen in einem Interview mit der Presse auf die Frage, wie verträgt sich denn die dritte Piste in Schwechat mit der Klimastrategie, geantwortet haben. Die dritte Piste in Schwechat, das war eine Gerichtsentscheidung, das war keine politische Entscheidung. Natürlich ist das eine politische Entscheidung, ob in Schwechat eine dritte Piste gebaut wird. Das Gericht hatte darüber zu entscheiden, weil die Verprüfung angefochten wurde, weil der Bescheid angefochten wurde. Das heißt, die Politik muss dafür einstehen, was sie tut und was sie unterlässt. Zum Schluss noch eine Bemerkung. Diese viel gerühmten Leuchtturmprojekte werden Sie nur dann zum Leuchten bringen, wenn genügend Strom, sprich Geld, vorhanden ist. Und das fehlt derzeit im Budget. Zu Wort gemeldet. Irmgard Griss von den NEOS verweist auf das Problem der zunehmenden Bodenversiegelung. Auch sie vermisst in der Strategie der Regierung konkrete Maßnahmen und vor allem Gelder.